Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wieder Donnerstag, das heißt wieder Rivals. Weiß nicht, warum ich das gerade so komisch gesagt habe, keine Ahnung. Wir hatten Rivals Rewards, dreimal Elite Division, noch andere krasse Packs gehabt und wir haben auch echt gute Sachen gezogen. Morgen ist der Tarabellas Event, dieses neue Event, was überall geleakt wurde. Ich habe es eh schon gesehen, überall. Und es kommt MAP und so, also wir haben auch kurz darüber geredet. Aber das werden wir eh sehen, ich bin eh jeden Tag live auf Twitch, deswegen wir schauen uns das ganze Ding im Stream an. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Und tschüss, tschüss beim nächsten Video, wenn es wieder heißt. Ey, schau zu, nimmst du, ich weiß es nicht, Digga. Ernst, ich weiß es wirklich nicht. Guck mal, wenn ihr gute Untrades habt und ihr braucht Coins, Digga, in dem Pack, in dem Tradable. Ey, wo ist die Animation, dass ich zwischen 2 bin und so? Boah, Bruder, Untradable schmeckt hart, Digga. Seltene Profis mal 2. Nee, ist ein Tradable. Noch ein letztes Mal im Tradable. Noch ein letztes Mal. Division 2, Rang 1 Rewards. So, was habe ich für Packs? Jumbo, Premium, Gold, Profi, seltene Profi, seltene Elektron und EP. Heute habe ich nochmal Tradable genommen. Ab nächste Woche, glaube ich, werde ich noch Untrades nehmen. Aber heute ist es noch so früh und viel von Karten kosten noch was. Deswegen sind wir in Tradable Packs reingegangen. Kamerun, Blatttipp. Nee, Onana. Oh, 85. Okay. Onana 85 ist Englisch. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich den ziehe, Digga. Bruder, warum hat der eine 85, Digga? Seltenes Profi-Pack, das ist das 50k-Pack jetzt, ne? Das ist das beste Pack in meinem Rabbit's Rod. Deswegen. Yay, bitte. Portugal. Ich sag doch die ganze Zeit, meine Rivals Rods sind scheiße! Der ist einfach Division, er ist einfach Elite Division, ne? Bruder, was gibt's für kranke Rewards Elite Division? Dieses 84 Plus Pick ist einfach geisteskrank. Und wenn du untradable Rewards nimmst in Elite Division, bekommst du einfach zweimal. Du bekommst jetzt schon zweimal 84. Bruder, diese 84 Plus Picks sind so OP, Digga. Komm mal, Bro, du kannst öffnen. Elite Division, komm. Okay, Bronze. Aber jetzt, komm mal. Mega Pack, wir gehen rein. Er hat Tradable genommen, ne? Das ist Mané, nee, ist Koulibaly. So, er hat jetzt 50k Pack und 125k Pack. Geheiztes Maul. Schobo. Er zieht ein 82er aus dem 50k Pack. Digga, jetzt muss ein scheiß Walkout kommen, Minimum. Ein Walkout. Ja, ist kein Walkout, glaube ich. Es war kein Walkout. Es ist wieder Hendricks. Nicht mal. Ja, mal Real Talk, für was spielt man? Für was lohnt es sich, gerade in die Elite Division zu kommen? Haben die nicht sogar gesagt, hat die eigentlich gesagt, die Spieler, die höhere Ränge erreichen und so in Division Rivals, haben dieses Jahr, bekommen dieses Jahr bessere Rewards. Oder einer aus Division 5 hat mehr Packlack als das hier. Das ist sein Team, by the way. Damit hat er Elite Division geholt. Ist halt ein so komplettes Gold-Meta-Tier. Aber der Arm hat so viel Verlust gemacht, ne, wenn er nicht verkauft hat. Aber WL, ich will WL-Quali Sky irgendwie. Oh! Oh. Ödegaard, abwegs Walkout, Digga. Come on! Come on! Walk, Auti, Mauti, Digga. Let's go. Ah, jetzt Brot für Pack, 50k Pack, wartet. Und hallo. Ach, Cancelo. Oh, Doppel Walkout! Cancelo! Okay, come on! Cancelo, 86 und wer kommt? Bernardo Silva, obrigado, Kramaische. Es kaputt, der Ruben Dias. Also, es kommt ja am Freitag, also morgen, das Tribellas Event. Was hat bitte, was für Karten kommen hier rein? Es kommt Griezmann rein. Griezmann, Tribellas. Als wäre deine Goldkarte aktuell nicht sowieso crack. Kylian Mbappé kommt in die erste richtige Promo rein. Also, ich verstehe es nicht, was die, wie gesagt, ich check's nicht, was die damit machen wollen. Kone, auch eine geistkranke Metakarte. Henderson wurde geleakt. Henderson kommt auch rein. Gourassi kommt rein. Die hätten einfach solche Karten reinbringen sollen. 86er, 87er, hier mit Mituma. 87, so Karten, aber nicht was wie Mbappé und so. Es kommt Hansen als die Goldkarte, die beste rechte Flügelkarte im ganzen Spiel. Salah kommt und Mbappé hat eh alles geknallt. Also, Bruder, die Power Curve, ich verstehe nicht, wo der Sinn darin ist. Die Power Curve
war letztes Jahr ab den World Cup Heroes, die im November kamen, kaputt. Ab dem Zeitpunkt, wo es Erlo Weirang gab mit 99 Pace und es Marquisio gab und keine Ahnung was gab, war die Power Curve kaputt. Jeder hat das gleiche Team gespielt und hat auf die gleichen Spieler geschwitzt, weil das die absolute Meta war. MVP hat aktuell hier Quickstep die Rakete. Aber das Ding ist, MVP hat 97 Pace. Ich finde, diese Rakete bringt bei ihm sowieso nicht so viel, weil er ist schon verrückt schnell. Das bedeutet, imagine, so ein MVP bekommt dann sowas wie ein Finesse-Shot-Playstyle plus. Wie Son hat oder Salah hat oder Griezmann hat. Diesen komischen Crack-Playstyle, Cracknickel, den Pelé und so haben und Messi hat. Den hier. Imagine, Mbappé bekommt morgen, ich kann mir das vorstellen. Weil warum sollten die Mbappé einen scheiß Playstyle geben? Die geben Mbappé safe einen richtig guten, oder nicht? Das heißt, Mbappé bekommt morgen vielleicht einen Technical Playstyle und ist damit die Abstand die beste Karte. Hansen zum Beispiel hat auf ihrer Goldkarte den Playstyle Plus Trickstar. Den kannst du gar nicht gebrauchen in-game. Aber die Karte an sich ist unnormal krass. Das heißt, stellt euch mal vor, die Hansen bekommt morgen zum Travella-Event. Stellt euch vor, sie bekommt sowas wie Technical Playstyle. Das Ding ist durch. Dass sie im Oktober, Digga, so kranke Karten droppen, Bruder. Im Oktober, Oktober. Lasst uns doch atmen. Ich habe mich gefreut auf Rule Breakers. Paar so shitty Karten, paar coole random Events. Und nicht ein Event, Digga, wo nur die Metakarten reinkommen. Frankreich, EV. Oh, Workout, Renat. Ich war gerade so, Digga, wer ist das? Also, Renat ist okay. Rodri vielleicht? Rodri! Oha! Back-to-back-Workout? Back-to-back-Workout ist crazy, Chat, Digga. Oder keine Ahnung, weil... wartet. Ey, Courtois! Let's go! Ey, warum hat Courtois... Ey, warte, haben Keeper auch Playstyle Plus eigentlich? Gibt's Keeper mit einem Playstyle Plus? Irgendwie keine Keeper haben Playstyle Pluses, ne? Du musst direkt den Spieler-Pack, komm! Spanien, ZDM! Ach, Digga... Busquets, ich dachte jetzt mal so Rodri zum Abschluss. Bruder, guck mal! Sogar du... Ey, Modi! Nein, Modi hat gecarried. Oh, Modi hat so gecarried, als wäre das eine schlechteste Hard Carpets, die ich in meinem Leben gesehen habe, Digga. Ey, wie lang? Und hast du sowas? Keine Ahnung, Digga. Ich war gestern im Smith Toys und hab mir das einfach gekauft. Frankreich, IV, Lyon. Ey, Maran, Digga, endlich! Endlich! Wo gibt's deinen besten Spieler, Digga? G fucking G's, Raphael. Raphael Maran. Ey, Digga, wir haben wieder Elite Rival zu Rotz, ne? Er war im Tradable Packs. Guck mal, Elite Division ist so geisteskrank. Er zieht jeweils 2x88er. Zweimal. Aua und Laporte. Ja, okay, Aua ist okay. Special Karte zählt plus 2, deswegen 88er zählt immer noch. Bruder, es ist so ein Scam. Ey, Digga, es ist so ein Scam. Go to Knockout. Ja, Digga. Modric. Geht doch. Boah. Ich wollte schon sagen, für was spielt man scheiß Rivals, Digga? Modric Tradable 52k, Digga. Schmeckt, guck mal. Da ist nicht eine gute Sache, außer diese eine Modric. Boah, was ist das für eine geizkranke Pack-Rate-Check, Digga? Oh. Spanien? Ah, Pedro, 84. Wenigstens ein, ne? Ja, wenigstens ein Auto-Knockout, kostet 12k, Digga. Der kostet gar nichts. Elite Rival, Digga! Wir haben zum dritten Mal Elite Division Rewards. Er hat Untradable genommen. Okay, komm mal, das erste 84 Plus Pick. Ey, Digga, warum sind die so scheiße, Digga? Milukovic Savage, Digga, geht doch! Savage! Wer ist das? Rüdiger! Oh, die ersten Elite Rewards, die sich lohnen, Digga. Geil. Haaland, komm. Ha! Oh, Hegerberg. Ach du Scheiße. Ich dachte, es ist Haaland. Zeit noch neue FIFA-Promo. Das Malen, Mertens, aber den Pfeif, das gibt's. Und Malat, ey, warum wird diese scheiß Malat nicht angezeigt, Digga? EA Sports, das fuckt so ab, Digga. Ey, wer ist das? Ui, João Pedro! João Pedro kostet 300k, Digga! Bruder, da bist du in den scheiß Chat. Warte, 3x10.
Angriff, Stürmer, MAP, danke. Oh mein Gott. Wer ist das? Ach, diese eine, Digga. Gerur. Ey, Dest. Kolo und Svenja Hurt, Digga. Und Devur. Oder Gerur. Ah, nicht schlechtes Pack. Rein hat's mein C-Pack, come on. Angreich, Sturm. Benz! 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 Ist gut, Digga! Dieser Benzema ist auch so gut, Chat. Ey, vertraut mir! An die, die Bock auf Benzema haben, testet diese Karte. Er ist so gut mit diesem scheiß Finesse-Shot Playstyle Plus. Und Matic! Boah, Benzema ist geisteskrank dieses Jahr. Komm, 50k, come on! Deutschland, Torwart, sag ich. Oh, Rüdiger. Fabulous, Digga. Ja! Wie kostet der eigentlich? Und Info mit Tominay. 60k ist gut. Nur Futter-Chat. Ey, warte, hängt mein Chat gerade? Der steht halt noch da, Chat? Ja, mein Stream ist abgekackt und mein OBS hat sich einfach selber geschlossen. Keine Ahnung, trotzdem würde ich sagen, da will ich streamen. Danke an all die da waren und ich bin später nochmal live. Oh Mann, ich wollte noch ein bisschen weiter streamen.